Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Ja, du schlüpfst in die Rolle von Miles Absher, einem Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert, da du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst, um die andere Journalisten einen großen Bogen machen. Hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenheilanstalt Mount Massive aufzudecken? Bleibe so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Du bist kein Kämpfer. Um das Grauen in der Nervenheilanstalt Mount Massive zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, bleibt dir keine andere Wahl, als wegzulaufen, dich zu verstecken oder zu sterben. Mount Massive Asylum. Sie kennen mich nicht, muss mich kurz fassen, werde vielleicht beobachtet. Ich war zwei Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Psychiatric Systems in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt, zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehe es nicht, glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Okay. Deine Ziele werden in deinem Notizblock aktualisiert. Dort findest du deine Notizen und gesammelten Dokumente. Okay, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar zu Outlast. Das hat mir irgendjemand vorgeschlagen, ich weiß gerade nicht, wie er hieß, aber ja. Gibt's hier keine Battery? The Battery. Drücke X, um eine Tür schnell zu öffnen. Halte X gedrückt und bewege dich vorwärts. Ja, das war kein X. Mir wird schon schlecht, wenn ich mir diesen Ort nur anschaue. Die Nervenheilanstalt Mount Massive, die 1971 im Zuge eines Skandals unter Geheimhaltung der Regierung geschlossen und 2009 von Murkoff Psychiatric System unter dem Deckmantel einer Wohlfahrtsorganisation wiedereröffnet wurde. Das Mobilfunknetz brach abrupt eine Meile vorher ab, vermutlich eher ein Störsender als ein verlorenes Signal. Die Murkoff Corporation hat eine lange Tradition, ausbeuterischen Profit als Wohltätigkeitsarbeit zu tarnen. Aber niemals auf amerikanischem Boden. Was sie auch immer aus diesem Ort herausschlagen wollten, es muss groß sein. Vielleicht endlich die Story, die ihnen das Genick bricht. Okay, hallo. Excusez-moi. Warum sagst du mir das? Mount Massive Asylum.
Nixe aufgehen. Hallo? Lassen Sie mich rein. Also. Hier sind halt irgendwie lauter so Militärwegen oder was auch immer. Was ist das? Merk's. Auf jeden Fall ist das doch nicht normal hier. Das ist doch... Das ist doch... Ja. Speichert er. So großartig. So großartig. So. Nix gehen. Okay. Schä. Dann... Warum die Musik? Okay. Crazy. Oh Mann. Wow. Ja, damit sehe ich sehr viel auf jeden Fall. Was hat da so geleuchtet? Okay. Ich habe es gerade versucht. Hallo? Ich habe das Spiel bei Gronkh gesehen und bei allen gesehen und ich habe alles vergessen. Das ist eine Menge Blut, du. Therapiestatus. Patient behauptet, in selbstgesteuerte, luzide Traumphasen vorgedrungen zu sein. Morphogenetische Antriebsaktivität in beispiellosem Umfang beobachtet. Fahren fort mit Stufe 4 Hormonen. Diagnostik. Spirometrie ergab keine bronchiale Akkumulation. Hämatokrit. Okay, ciao. Zur Trennung von Erythrozyten erneut fehlgeschlagen. Höchst besorgniserregend. MRI ergab arrhythmische Rem-Rem-Zlücken. Lachen in NREM-Phase. Anmerkungen. Billy erkundigte sich nach dem Status der Klage seiner Mutter gegen Murkoff und die Psychiatrie. Dies deutet auf eine katastrophale Sicherheitslücke hin. Trotz Billys Beteuerung er habe die Wahrheit in den Blutträumen von Dr. Trage entdeckt. Anmerkung. Die einzige Person namens Trage, die in den Unterlagen des Unternehmens aufgeführt ist, ist ein gewisser Richard Trager, ein Angestellter von MRD. Das gesamte Pflege- und Sicherheitspersonal muss befragt und die Videoüberwachung verbessert werden, um biometrische Daten zur Analyse zu erhalten. Murkoff Psychiatric System Projekt Warrider Mount Massive. Wow. Hi. Mama! Ich muss aufs Klo! Halt die Fresse. Okay. Na dann. Rechts oder links? Da ist Licht. Da war jemand. Wollte mich alle verarschen? Speichert. Okay, ja, dann. Ja! Ganz ruhig. Bleib ganz ruhig.
Give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Little faith. Bitte? Bitte was? Hat er mich Little Pig genannt? Wer ist hier das Schwein? Oh, wow. And who are you, then? The Queen! I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Fliehe aus der Nervenheilanstalt. Benutze den Sicherheitssemmel um den Haupteingang. Blabla. What is that? Proclaim the gospel. Proclaim the gospel? What is that? Dude, that's nasty. What are you doing? Dude, man hat das einfach abgeriegelt, so dass einfach niemand reinkommt. Und der Typ geht da einfach freiwillig rein. Hallo? Was machst du da? Glaub, du hast ja bitte was verpasst. Hier ist niemand mehr. Ja, das sieht gut aus. Das sieht einladend aus. Ich glaube, es hackt. Kannst du eine Tür auch normal aufmachen? Sag mal. Witness. Ich bin schon zu Tode geprügelt worden, habe mir Glassplitter aus dem Kopf gezogen, einige Rippen sind gebrochen, wurde von einem deformierten Riesen beinahe getötet. Er sieht aus, als wäre sein Kopf mit einer Käsereibe bearbeitet worden. Er wirft mich durch eine Wand, schlägt mich bewusstlos. Beim Aufwachen nennt mich ein teigiger alter Mann mit einem Gesicht wie ein säuferischer Kindergrabscher seinen Apostel. Darum habe ich ihn nicht gebeten. Überall sind Worte mit Blut hingeschmiert. Ich habe das üble Gefühl, dass der Priester das für mich und zu meinem Wohl tut. Hallo? Oh, wow, da liegt noch ein Kopf drin. Tja. Ja. Das muss echt übel stinken. Excusez-moi. Ich glaube, der spinnt. Also zusammengefasst, es ist alles voll gefährlich. Hier rasten komplett alle aus. Und ja, that's it. Ha! Hallo? Die Schlüsselkarte notwendig. Okay, ich glaube, ich weiß, wo wir die herbekommen. Ich meine, ich kenne das Spiel, aber wenn man dasselbe spielt, ist nochmal was ganz anderes. Und vor allem war das auch schon ein paar Jährchen her, als das Spiel rausgekommen ist. Als ich das gesehen habe. Okay, also der Walker, der verstümmelt sich selbst. Dich kenne ich. Lass mich nicht an. Das ist meine Lieblingsserie. Eine Reihe gerochener Männer starrt auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt, was hier geschehen ist, aber sie sind nur noch eine Hülle. Ja! Dude, you so ugly! Kann der aufhören, so zu atmen? Ich krieg gleich einen Asthmaanfall. So. Duda. Give me your key. Jetzt passiert gleich was. Ja, ja. Weil Lord Voldemort. Krieg dahin, wo du hingehörst, du Ekel! Okay, ich hab's verstanden. Ich glaube,
Es hackt. Hopsala. Hey, Delay. About the water. So. Ich bin nicht da. We have to go there.